Schatten. Hier nicht. Hier nicht. Warum kippt ihr mal alle um? Genau, einfach wieder aufstehen. So, warten, 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 warten. Schatten. Armageddon. Drachenhauch. Mondstrahl. Finger des Todes. Tag des Schutzes. So, bitteschön. Hast was zu lesen? Okay, ja. Okay, okay, ja. Sie kann jetzt allerdings nur einmal Armageddon sprechen. Weil sie halt nur Lehrling ist, ne? Du. Aber sie kann ihn sprechen. Oh. Sie kann ihn sprechen und er macht auch 50 Schaden plus 1, also 51. Im Gegensatz zu Talanas 63, 64. Also ja, ist immer noch recht praktisch. So, du belebt mal bitte Giro mal wieder und entschuldige dich. Ups. Das heißt, wenn wir jetzt bei Stufenaufstieg ein paar Fertigkeitspunkte über haben, werden wir auch bei Lei Schatten erhöhen. Dass sie Experte wird und später Meister. Danach muss sie nicht mehr steigern. Bis auf Meister. Und dann kann sie nämlich dreimal Magetten sprechen. Talana kann dreimal Magetten sprechen. Und wir können wirklich aufräumen. Wie sah ich mit Erfahrungspunkten aus mit Stufenanstieg? Hahaha, Lei hat einen Stufenanstieg. Ach ja, böse sein ist toll. Geschlossen. Das ultimative Böse steht vor der Tür und will die Welt vernichten und du machst die Tür zu. Okay. Du. Schatten auf 4. Hier war auch gleich irgendwo ein Schattenexperte. Oh, hallo. Nein. Hallo. Nein. Hier. Irgendwo. Oh, hallo. Genau. Experte werden. So, jetzt kann sie schon zweimal am Agenten sprechen. Das heißt, du machst jetzt Fliegen. Du machst Tag des Schutzes für die Armageddens. Wir gucken mal. Da hinten Luftwesen. Alles okay. Kein Schaden. Repariert. Achso, und die Erfahrungspunkte nochmal kurz aufschreiben bei Geogon. 1, 4, 5, 8, 3, 9, 5. Ah, wir kriegen einfach keinen Schaden. Und wir kriegen schon mal wesentlich weniger Schaden, weil wir, ne, den Schutzzauber haben. Vier, sechs, acht. 10.000 Erfahrungspunkte. Einmal kann Lei noch, ne? Nee, Quatsch, Talana. Ja. So, also. Test sagt, fliegende Kreaturen werden anscheinend nicht davon betroffen. Was nicht so schön ist. Zumal hier fast alles fliegt. Das Einzige, was gestorben ist, sind die Werwölfe hier zum Beispiel. Das heißt, wir bräuchten ein Gebiet, wo viele auf dem Boden laufende Kreaturen sind. Oh, sind doch ja ein paar Werwölfe hier. Zum Beispiel Kriegsbeier. Da sind die ganzen Minotauren und Erdelementare. Das klingt echt nicht schlecht. Dafür müssten wir nur nach Norden von hier aus. Ach ja, im Namen der Forschung. Also unsere Helden spielen gerade mit ihrer Macht und kosten das vollkommen aus. Die haben den Prinz vergessen, die haben Slick Silvertang vergessen, die sind einfach auf dem Powertrip. Du, Tag des Schutzes. Du, magisches Auge. Waha. Also. 1, 4, 7, 0, 2, 5, 9. Gib ihm. Da hinten ist schon was hochgeflogen.
Hui. kein Schaden. Was soll der Mumist? Kein Schaden. Zauberspruch misslungen. Kein Schaden. Nee, da ist irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll. Das heißt, wir müssen auf Altbewährtes zurückgreifen. Du. Husch. Du. Was gut sein könnte. Es ist ja der Greyface-Patch drauf, dass der das rausnimmt, weil es zu mächtig ist. Einfach in ein Gebiet reinzugehen und instant alles zu töten. Was ein bisschen schade wäre, weil dieser Größenwahnsinn gehört eigentlich mit zu diesem Might & Magic Teil dazu. Finde ich zumindest. Da. Aber es gibt trotzdem anscheinend Erfahrungspunkte. 6000 noch was waren das gerade. Obwohl das ganz schön dreist wäre. Man spricht einen Zauberspruch, kriegt Erfahrungspunkte. Und nichts in der Welt passiert oder nicht so viel, wie es früher mal war. Also bei Low-Level-Monstern scheint es zu funktionieren. Jedenfalls ansatzweise. Aber den höheren hier, m-m. Oder sie dürfen gar nicht auf der Karte sein. Also nicht angezeigt, also auf der Minimap. Weil eben gerade standen wir genau vor den Minotauren und nichts ist passiert. Also kein Schaden genommen, gar nichts. Aber sie waren halt auch schon aktiv und haben uns schon geackert. Das heißt, wir fliegen jetzt mal. Wo sind wir? Da sind wir. Wir fliegen jetzt mal in das Schneegebiet und gucken, ob die Minotauren und Elementare da Schaden genommen haben. Und danach soll es auch erstmal reichen mit den Experimenten. Mhm. Patch, Patch. Lay. Danke. Ching, 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 ching. Verzaubern bitte. Verkaufen bitte. Also die waren definitiv nicht aufgedeckt, die Elementare hier. Und trotzdem keinen Schaden. Der Drache ist tot. Aber die Erdwesen haben keinen Schaden genommen. Das ist komisch. Vielleicht sind manche Kreaturen noch einfach komplett dagegen immun. Das wäre sehr komisch. Okay, Erdelementare kann ich ja fast verstehen, dass die vom Armageddon nicht so ganz so betroffen werden. Aber Minotauren? Und Drachen schon, aber fliegende Geister nicht? Ja, obwohl Geister sind nicht körperlich. Das klappt sogar einigermaßen. Argas Laboratorium. Oh. Da waren wir, glaube ich, auch nicht drin. Trotzdem sehr komisch alles. Also wir werden doch noch später mal ein paar andere Experimente angehen. Zum Beispiel bei den Drachen. Du setzt bitte ein Leuchtfeuer hier, damit wir nach Kriegsfeuer schneller kommen. Und wir würden gerne nach Drachensand. Da. Also schlafen. Brauchen wir gar nicht. Die Reise wird uns heilen. Also von hier aus nach Süden. Und gucken, ob wenigstens was von den Drachen oder Titanen oder so ordentlich Schaden nimmt. Die Hydras hatten wir gesehen. Die haben Schaden genommen. Oh. Und so eine kleine Echse hier anscheinend auch. Feuerechse hat Schaden genommen, Donnerechse nicht. Das ist skurril. Paradiesteil, ja, ist auch okay. Du. Tag des Schutzes. Du. Armageddon. Du. Fliegen. Du hast Schaden genommen, aber fast gar keinen.
Du hast Schaden genommen, fast gar keinen. Guck dir das mal an. Das ist echt nur ein Fitzel. Obwohl läppert sich. Wir haben noch zwei Armageddons drin. Ne, also bei den Drachen kann man das knicken, das macht fast gar keinen Schaden. Aber wir haben ja noch andere Gegner hier auf der Karte, richtig? Genau, die Hydras da hinten zum Beispiel. Zisch. Zisch, zisch. Fast tot, fast tot. Fast tot. Ja, Hydras nehmen definitiv Schaden. Du, Armageddon. Problem ist nur, sie nehmen nicht genug Schaden, um zu sterben. Das heißt, irgendwo auf der Karte sind jetzt ganz viele Hydras angeschlagen. Und die werden sich komplett regenerieren, wenn wir sie nicht anhauen und töten. Das heißt, entweder müssen unsere Armageddon stärker werden, oder wir bräuchten noch den sechsten Armageddon für Lay. Ja komm, weg mit dir. Oh, du bist ja noch komplett. Piu, 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 piu. So, weg, 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 weg. Menno. Stimmt, wir haben durchbekommen. Nimm dir mal so lange in die Hand. Ja, also Hydras lohnt sich auch noch nicht. Außer wir haben richtig einen riesen Haufen. Wissen, wo der ist und ja. Können wir ganz kurz eine Runde fliegen. Oh, rote Drachen sind auch angeschlagen. Wenn das nun dicken stärker wäre. Also sagen wir mal 50 Schaden plus 5 pro Schattenmagie-Skill. Dann könnten wir ja richtig aufräumen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es früher ging. Oh, oder ein Gegenstand, der den Schattenmagie-Schaden... Oh, ganz schön viel Hydras. Schattenmagie-Schaden erhöht. Kriegen wir euch noch klein mit Sternfeuer? Ja, kriegen wir. Ja. So, einmal noch. Ah, die Riesenhydras sind ganz schön immun. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Tempel von Bar? Der Orden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Bitteschön. Du. Stunde der Kraft. 148. 147 war es, als ich angefangen hatte aufzuschreiben vor 5 Minuten. Also man kann ein bisschen Erfahrungspunkte so machen. Aber ich denke mal, hätten wir in der Zeit aktiv Titanen getötet, was wir mal testen könnten, hätten wir mehr gemacht. 148 7208. Gucken wir, wie viel ein Elite-Titan gibt. Ah, da sind schon viele Hydras in der Nähe, okay. Du sollst weg. Und zwar nur du. So. 1, 4. Was? 1, 4, 8, 7, 2 hatten wir. Also 1800 Erfahrungspunkte für einen einzigen Titan. Das heißt, es lohnt sich wesentlich mehr. Stopp. Es lohnt sich wesentlich mehr, mit Sternenfeuer, Meteorregen oder einfach im Nahkampf an die ranzugehen, anstatt mit Armageddon zu arbeiten. Weg, 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 weg. Oh. Aber im Armageddon sprechen gehen die Rüstung wenigstens nicht kaputt. So, und die Gruppe Hydras hat jetzt 10.000 gebracht, wenn ich das richtig lese.
Also, unsere Helden haben gelernt, dass sich auf einzelne Zauber zu verlassen nicht so wirklich toll ist. Man soll wirklich in den Nahkampf gehen oder verschiedene Zauber ausprobieren. Also Meteorregen, Sternfeuer, einfach nur verbrennen und Implosionen. Und du bist noch was Besseres. Du bist ein Obertitan. Mit den beiden legen wir es nochmal an. Und danach wird es langsam Zeit, in einen Dungeon zu gehen. Wir haben jetzt genug rumgedümpelt. So. Repariert. Repariert, repariert, repariert. Du. Obertitan, stirb. Oh, hält was aus. Auf Augenhöhe mit einem Titan. Nicht gut. Weil sie keinen Erfahrungspunkt bekommt. Du. Nicht genug Zauberpunkte. Ja, schade. Oh. Das sollte nicht zu häufig noch passieren. Gerogon, lauf. Lauf, 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 lauf. Ich weiß, wo sowas hinführt. Es führt dazu hin, dass wir kein Gold mehr haben. Auch wenn wir eh nicht besonders viel Gold haben. Oh, ihr könnt nicht wiederbeleben. Das wusste ich nicht. Ah, macht doch Sinn. Ist ja ein böser Tempel. Die würden denn uns nicht wirklich wiederbeleben, sondern würden Zombies aus uns machen oder so. Können wir behilflich sein? Ihr seid wesentlich teurer als die Barjungs. Möge das Glück mit so. Dir sein. Also gut, schade, dass wir den obersten Titan nicht geschafft haben. Aber diese Instant-Kill-Funktion ist doch recht garstig. Jetzt haben sich unsere Helden ein wenig beruhigt. Sie haben sich ausgetobt. Das heißt, wir werden jetzt unsere Beute verkaufen. Das meiste davon wird eh nicht besonders gut sein. Ich weiß nicht. Ja, nicht wirklich. Wir werden unsere Beute verkaufen. Und dann... Wo genau weitermachen? Ich denke mal, wir sollten den obersten Tempel von Bar und diesen Slick Silvertang versuchen zu heilen. Weil das ist das nächste, was uns in Richtung Gottwerdung fehlt. Nämlich eine Audienz mit dem Orakel, wo uns nur der Rat Zutritt gewähren kann. Oh ja, Essen verkaufen. Die müssen wir noch nicht identifizieren. Das ist alles nicht so wirklich pralle. So. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, 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 weg. Dich wollten wir behalten. Weg, 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 weg. Weg, weg. Bis zum nächsten. Ja, das kannst du auch wegschmeißen, so. Zwischendurch noch verzaubern. Reaktion plus 8 kann weg. Du kannst noch verzaubert werden. Du kannst verzaubert werden. Du kannst verzaubert werden. Da kann ich nichts machen. Das müsste nochmal repariert werden. Wir brauchen mehr Skill. Kinkelitzchen. Hier. Kann ich dir beim Suchen helfen? Weg, weg. Aha. Weg. Essenz der Reaktion. Die Ringe. Hexerringe sind mehr wert und ich glaube, die können auch besser verzaubert werden. Stärke plus 10 kann weg. Kann weg. Kronen werden wir nie tragen, egal wie toll die sind. Weg, weg. Weg. So, genug ausgemistet. Jetzt auf zu... Wo war das überhaupt? Das war, glaube ich, ein Kriegsbeier.